Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, liebe KollegInnen! Endlich, mit über einem Jahr Verspätung, liegt ein Update für das Online-Zugangsgesetz für eine schnellere Verwaltungsdigitalisierung vor. Einerseits hat es die Chance verpasst für einen großen Wurf. Es ist zu unverbindlich, zu wenig ehrgeizig und hoffnungslos unterfinanziert. Andererseits ist es trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Die Schriftform wird durch digitale Identifizierung ersetzbar. Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit werden verbindlich. Der Bund stellt Basisdienste bereit. Und ja, das sind alles Selbstverständlichkeiten, aber nicht gelebte Praxis bisher. Alle 3 Jahre soll es eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation geben. Und das ist super. Vielleicht belegt ja die erste im Jahre 2027, dass das bisherige Monitoring Schönfärberei ist. Die Fortschrittsmessung muss endlich ehrlich und bürgerorientiert werden. Das fordert auch der Bundesrechnungshof. Verbindliche Standards sind eine wesentliche Grundlage für den Datenaustausch zwischen Behörden und kommen leider erst in 2 Jahren und auch nur für Leistungen des Bundes. Der Rechtsanspruch auf digitale Dienste kommt sogar erst in 4 Jahren, auch nur für Dienstleistungen des Bundes und nach Buchstaben des Gesetzes auch nur für den Online-Zugang, also das digitale Einreichen von Anträgen. Aber immerhin, alle 115 Dienstleistungen des Bundes sollen in 5 Jahren Ende zu Ende digitalisiert sein, also schon 2029, 12 Jahre nachdem das erste Online-Zugangsgesetz in Kraft trat. Das meine ich mit zu wenig ehrgeizig. Übrigens, kein einziger Meilenstein liegt in der Amtszeit der Ampel. Besonders kritisch finde ich aber auf meine schriftliche Frage, gab die Bundesregierung zu, für die Umsetzung fehlt ihr das Geld. 95% Kürzung der Haushaltsmittel für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in 2024. Aber heute stimmen wir nicht über Haushaltsmittel und die unsinnige Schuldenbremse ab, sondern über das neue Onlinezugangsgesetz. Und das ist zwar ein paar Trippelschritte, aber sie gehen nach vorn. Und daher gibt es trotz Kritik Zustimmung zum Gesetzentwurf von der Linken. Vielen Dank. Und das Wort erhält Robin Meserosch für die SPD-Fraktion.